Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bemühungen von UN-Vermittler Vance um Frieden in Bosnien-Herzegowina sind bisher offenbar erfolglos. In mehreren Städten der Republik gingen die blutigen Schießereien weiter. Vance war gestern Abend in Sarajevo mit Vertretern der muslimischen, der serbischen und der kroatischen Volksgruppen zusammengetroffen. Danach reiste er erneut zu Gespräch nach Belgrad weiter. Dort nannte er den Weg zu einer friedlichen Lösung äußerst hart. Er habe aber die Hoffnung, dass er den Ausbruch eines regelrechten Bürgerkrieges verhindern könne. Zum Abschluss seiner dreitägigen Gespräche in Jugoslawien war Vance heute in Zagreb mit dem kroatischen Präsidenten Tudjman zusammengetroffen. Sein Fazit: Ich kann nicht sagen, dass ich ein Optimist bin. I have talked to each of those that has a part to play. Ich habe jetzt mit allen Beteiligten gesprochen, meinte Vance nach seinem Gespräch mit Tudjman. Alle sagen, sie unterstützen das Waffenstillstandsabkommen, das die EG letzten Sonntag erreicht hat. Jetzt müssen aber konkrete Schritte folgen. Allen Seiten ist klar, dass anhaltende Kämpfe eine Katastrophe bedeuten und dass es da keinen Gewinner geben wird. Sarajevo gestern Nacht. Der Unterhändler Vance war kaum abgereist, da begannen die serbischen Milizen wieder die Stadt zu beschießen. In einigen Stadtteilen soll es auch zu Straßenkämpfen gekommen sein. Bilder aus Foča, einer der heftig umkämpften Städte Bosniens. Foča war in den letzten Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Heute gelang es einem Kameramann, in die Stadt hineinzukommen. Serbische Milizen kontrollieren die meisten Straßen. Viele Gebäude sind zerstört, die meisten Einwohner der Altstadt geflohen. Mehr als 200.000 Menschen sollen in Bosnien bereits auf der Flucht sein.